Hallöchen, ihr seht hier ein DAB Plus Radio von Dual. Steht hier auch drauf. Aber die Firma gibt es so nicht mehr. Das ist nur noch Fake Dual. Hier hinten stehen die Daten drauf. Soweit. Und der Stefan hat mir das zukommen lassen. Der Stefan 0179 oder wie auch immer, oder 0719. Ich guck mal, ich werde den Link unten verlinken, den Kanal zu ihm nach unten verlinken. Da stellt er auch dieses Radio vor, was er damit gemacht hat. Das hat nämlich was ganz Besonderes. Erstmal mache ich es an. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Nein, ich muss mal kurz was machen. Ja. Dann können wir auch was hören. Ich mache es nochmal an. Connecting. Und das spielt. Ich mache das jetzt aber mal leise, weil ich darf das nicht. Wie man sieht, ich habe jetzt hier die Antenne nicht mal rausgenommen. Ich mache mal Menü. Das ist in etwa die Signalstärke. Ich weiß nicht, ob man das nachher sehen kann. Ohne die Antenne rauszunehmen. Jetzt habe ich die Hand weg, jetzt geht es noch wieder runter. Und jetzt geht es wieder hoch. Und mit Antenne raus geht es dann auch nicht gerade. Da geht es sogar noch schlechter. Jetzt ist es ganz weg. Ist egal. Jedenfalls ist das Radio in DAB besser als ein A-Radio, was ich mal geschenkt bekommen habe. Das fängt mit S an und hört mit Onoras auf. Das kostet wahrscheinlich auch ein Zigfachen von dem hier. Und deswegen hatte ich gedacht und auch gesagt, also DAB Plus ist für mich hier eigentlich nichts. Da muss ich jetzt das Radio hier loben, das hat eigentlich einen guten Empfang. Aber das ist nicht das, was ich zeigen wollte. Dieses Radio hat eine kleine Besonderheit. Das sehen wir hier hinten. Da ist ein Jumper drin und da sind noch zwei Löcher drin, die er da reingemacht hat. Und ich mache jetzt mal den Jumper. Und dahin, wo er gesagt hat, wo er hin soll. So. Mache ich das Radio nochmal an. Willkommen, bla bla bla. Connecting. Abspielen. So. Mache jetzt lauter und man hört nichts. Das ist aber so gewollt. Das ist nicht, dass es jetzt einfach nur stumm geschalten ist. Das ist so gewollt. Dafür stelle ich das mal weg. Jetzt brauche ich dieses Radio hier. Das ist ein, das habe ich schon mal vorgestellt, das ist ein AM-FM-Radio. Jetzt mache ich das auf AM an. Da hört man schon irgendwie bla bla. Irgendwo da so. Und da spielt es. Jetzt mache ich es leise und mache wieder laut. Und zwar sendet das Radio jetzt auf Mittelwelle. Der Digitalradio sendet jetzt auf Mittelwelle. Da ist ein Mittelwellensender drin. So, nun habe ich aber ein Problem. Ich mache das mal leise. Das sendet hier so etwa ab 1 Megahertz bis 1600 MHz. Beziehungsweise empfängt jetzt das Radio. Jetzt nämlich das gute alte Sony. Das war jetzt nicht. Das ist jetzt auf lange Welle. Wie war denn das jetzt hier? Ich muss mal gucken. So, Mittelwelle. Ich bin hier auf Mittelwelle. Das Radio sendet noch. Ich hoffe, ich mache mal ein bisschen lauter.
Da habe ich ihn auf 1152. Und das war's auch. Was habe ich hier noch? Habe ich auf Fein? Normal? Da sendet es. So, ich habe noch eine Feineinstellung. War auch normal. Das spielt es. Also es hat so mit dem Radio hier so ja 10, 20, 20 bis 30 Zentimeter Sendereichweite. So, ja, soll ich euch mal zeigen. Er stellt es auch noch mal vor. Er hat mir da noch ein Kabel zu. Da merke ich das schon. Ja, da ist ein Magnet drin. Ne? Aber ziemlich starker Magnet. Das soll hier irgendwie. Da hat der Magnet verkehrt rum reingeschrumpft. In dem Sinne. Und dann könnte ich hiermit direkt in ein Röhrenradio gehen, das auch Altstrom hat, beziehungsweise kein Trafo und Gleichrichter, sondern direkt an 230 Volt oder wie auch immer direkt dran hängt, die Röhren. Und es direkt von der Netzleitung gleichgerichtet wird, ohne über ein Trafo zu gehen, weil das wird ja sonst nicht funktionieren. Aber erklärt er nochmal direkt in seinem Video, das verlinke ich nochmal unten rein. Das wollte ich euch zeigen, dass das hier ganz schön, dass das hier gut sendet. Halt mit dem Radio, da ist ein ganz einfacher Empfänger drin, der AM-Empfänger. Also der empfängt hier, gestern hat er über die ganze Skala. Über die ganze Skala empfangen, es kommt wohl von der Sendelautstärke wohl drauf an, wie der separieren kann. Ich weiß es nicht. Das ist wirklich ein ganz einfaches Ding, habe ich mal gezeigt. Und das habe ich Ihnen aber auch gesagt. Ich werde das nochmal zeigen. Ich habe es ja mitgekriegt. Es ist hier auf 1152. Das rauscht jetzt. Jetzt mache ich das Radio nochmal an. Connecting. Und es spielt. So, das ist nachher, das hat auch UKW, also auch DAB Plus und UKW. Das ist nachher, weil sie auch schon drüber nachdenken, UKW abzuschalten und dann gibt es nur noch digital. Und wie soll ich denn noch mit einem Mittelwellenradio überhaupt noch was empfangen, wenn es nicht mal mehr UKW gibt und so weiter? Das ist ja auch blöd. Da muss ja irgendwie Radio trotzdem das Radioprogramm in das Radio reinkriegen. Bin ich dir auch dankbar, Stefan, dass du mir das geschickt hast. Ich habe hier noch nicht weiter dran herumgemacht. Also ich habe nur den Jumper hin und her gesteckt. Also das funktioniert. Also das Radio an sich ist soweit ganz gut. Also wirklich empfangsstark, muss ich echt sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe noch so ein DAB Plus Ding, wie gesagt, das fängt mit S an und hört mit Onoros auf. Und das, da muss ich hier wirklich die Antenne wirklich in einer ganz bestimmten Position halten, damit ich so halbwegs einen Empfang habe. Also das ist schon was ganz Gutes. So, das war es eigentlich mit dem Video hier. Ein Digitalradio, was analog sendet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssi!